Guten Tag, liebe Rad- und Naturfreunde. Heute geht es wieder los auf Tour. Wir sollen heute noch mal einen wunderschönen Tag haben mit 13 Grad. Derzeit ist es schon recht angenehm. Der Winter steht schon in den Startlöchern. Also genießen wir noch mal die letzten Herbst-Sonnenstrahlen. Wohin soll es heute gehen? Ich habe mir heute mal ganz untypisch für mich. Moment, jetzt vom Auto. Mal ganz untypisch für mich eine Strecke mit Hilfe von Komoot erstellt. Sprich, ich habe mir diverse Highlights rausgesucht und werde die jetzt einfach mal abfahren. Soll einige Zeit auch durch Wald gehen. Das ist das, was ich jetzt einfach bevorzuge, weil ich fürchte, die regulären Wege werden heute auch recht voll mit Spaziergängern sein, aufgrund der Wettervorhersage. Ja, ich bin jetzt erstmal auf dem Weg Richtung Buch. Von Buch will ich nachher Richtung Liebnitzsee, Uetzdorf. Und dann schaue ich mal, wie es weiter vorwärts geht. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich melde mich wieder. So, wir fahren jetzt gleich in Lindenberg ein. Hier hat sich in letzter Zeit auch sehr, sehr viel getan. Es ist viel Neubau, vor allen Dingen, ich sag mal, Einfamilienhäuser entstanden. Hier zur Rechten sehen wir jetzt einen neuen Schulkomplex. Links haben wir eine neue Kita. Also Ahrensfelde, Lindenberg gehört mit zur Gemeinde Ahrensfelde, ist enorm gewachsen jetzt in letzter Zeit. Gehört halt eben auch zum Speckgürtel von Berlin. Wir queren jetzt den Berliner Ring, bzw. einen Ausläufer davon. Und haben rechts neben uns die alte Schwanebecker Mülldeponie, die jetzt schon seit geraumer Zeit nach und nach abgedeckt wird, quasi stillgelegt ist. Jetzt kommen wir gleich ins Neubaugebiet von Schwanebeck, um anschließend nach Berlin-Buch einzufahren. Berlin-Buch hat einen riesengroßen Krankenhauskomplex, der schon sehr, sehr alt ist. Das sieht man ja auch an den Gemäuern. Liegt halt doch ein bisschen außerhalb von Berlin irgendwie. Stadtrand. Hier rechts die Forensik. Hier gibt es auch psychiatrische Einrichtungen für Jugendliche, Kindergarten, Geburtsstation, also wirklich alles eigentlich, was das Herz begehrt. Das Klinikum selber gehört zu Helios, hat aber noch zwei andere Campusse, wie nennt man das? Kampen? Keine Ahnung. Drauf, und zwar einmal von der Charité und einmal noch Diakonie, und dann ist, glaube ich, sogar noch eins drauf. Fällt mir spontan aber gar nicht der Name ein. Sind aber auch eher so Psychosomatik ausgelegt. Ja, Buch dürfte auch sowas wie eine Garnisonsstadt gewesen sein. Weil die meisten Bauten, die man hier in diesem Kern sieht, sind alles militärische Kasernenbauten. Sind größtenteils dabei, sie wieder zu reparieren, renovieren.
schon schön treffen. Dort geht es dann weiter, könnte man weiterfahren in die schöne Oberheide. Das mache ich heute aber nicht. Warum ich euch diesen Weg hier zeige, das ist ein sogenannter Kunstpfad. Links und rechts des Weges sogenannte Kunstobjekte, wie hier dieser Kabelständer oder was auch immer das ist für eine Rolle. Fährt sich auf jeden Fall besser als auf dem Kopfsteinpflaster. Das Röschen ist ja sogenannte Hubrichtsfelder Speicher. Den kann ich viel mehr empfehlen, wenn man mit der Familie unterwegs ist, da kann man Päuschen einlegen. Für die Kiddies ist das ein bisschen Reitunterricht, ein bisschen Spielgedöse. Lädt also eindeutig zum Pausemachen ein. Also Hobrechtsfelde, geht direkt von der Hauptstraße links rein. Viele brüllende Kinder. Verärgerte Eltern. Schade drum, anstatt das alles zu genießen. Ich behaupte auch hier mal wieder sagen zu wollen, das ist ehemaliges Militärgelände. Wissen tue ich es aber nicht mit Sicherheit. Fakt ist, es ist ein riesengroßes Gelände. Meist wirklich richtiger märkischer Sandboden. Renaturiert. Mit diversen Viechzeug drauf. Kann man schön spazieren drin machen. Genau. Wir biegen aber links ab nachher, um dann zum Liebnitzsee zu kommen. Wandlitz. Beziehungsweise bis nach Wandlitz fahre ich gar nicht rein. Ich werde vorher Richtung Liebnitzsee abbiegen. Auch die sogenannte Waldsiedlung werden wir nicht sehen diesmal. Aber eigentlich wäre es, glaube ich, schöner oder interessanter, wenn man da einfach mal drinnen wieder rumfährt. Seitdem die Reha-Klinik da drin ist, hat sich ja eine ganze Ecke getan. Auch wenn die alten Anlagen noch vorhanden sind. Thema alte Anlagen. Heute ist unter anderem eine alte Bunkeranlage mir anzuschauen, den sogenannten Korallenbunker. Mal schauen, ob ich so weit komme. Nachher gibt es noch ein bisschen nette Natur anzuschauen. Also heute wieder alles dabei. Jetzt ist wieder Natur. Die Waldautobahn am Liebnitzsee. Und was hier so knirscht und knackt, ist mein Klick wieder. Bedarf um eine Überarbeitung. Herrliches Wetteraussichten. I love it. Wahnsinn, was die Natur so schafft. Campingplatz am Liebnitzsee. Jäger Klaus ist sehr gut empfehlen. Sehr leckeres Essen.
Schöne neu gemachte Fahrbahn, ich kenne sie noch in alt. So, den Berg in Lanke auch geschafft. Ich glaube, jetzt sollte das Schlimmste an Bergen fast vorbei sein. Na gut, für den einen oder anderen ist ein Berg, für den anderen Hügel und für den dritten eine Bodenwelle. Ich würde sagen, wieder eine von den lustigen Komoot-Strecken. Aber sieht zumindest ganz nett aus. Thank you.
sich ja eigentlich über die Bude Schwing Stiftung, Hoffnungstaler Stiftung, ich glaube, die gehören sogar zusammen, ja, rekrutiert. Also ein riesengroßer Ort, nur mit Sozialprojekten. So, und das, was Promot sagt, ich kann hier lang, sieht gerade ein bisschen bescheiden aus. Und hier nämlich ein Tor ist, heißt es, ich kann da nicht lang, oder? Tüdüm, tüdüm, tüdüm. Tore sind ja dazu da, um mal zu schauen, ob es ist. Das sieht doch aus wie... Hier gleich wieder zurück muss, weil ich ja das Licht offen lasse. Berlin-Usedom. Kleines Fazit der Tour. Schöne Runde, jedoch heute tatsächlich für mich persönlich ein bisschen zu viel Spaziergänger unterwegs. Ein bisschen was gesehen, bisschen was Neues, bisschen was Altes. Schön. Ist bestimmt eine Runde, die ich irgendwann nochmal machen werde. Damit will ich euch eigentlich einen schönen Tag wünschen. Schön, dass ihr mal vorbeigeschaut habt. Lasst gerne ein Abo da. Daumen hoch, würde ich mich natürlich auch freuen. Und bis zum nächsten Mal. Der Bahn im Radio.